Freunde, ich begrüße euch. Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Nächster Teil, nächster Dungeon. Der Schatten von Greyshire ist auf der Aufgabenliste eines der nächsten, Stufe 65. Ihr seht, ich bin mittlerweile 99. Es geht weiter in der Stufe. Man kann theoretisch bis 120 gehen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mache, weil man braucht dafür insgesamt, ich glaube, 26 Millionen Erfahrungspunkte, also geteilt durch 3, wären es ungefähr etwas um die 8,1 Millionen, wenn ich in Lestalum schlafen gehe. Also 8,1 Millionen ist eine Hausnummer, kann man erreichen, ist eigentlich so gesehen kein Problem. Aber weiß nicht, ob ich das mache und ob sich das lohnt für das, was ich hier noch vorhabe. Gut, wir haben noch ein paar Dungeons vor uns, aber nur 2 davon sind Stufe 99 und die kriegen wir auch so eigentlich hin. Wir stehen vor der Grotte und gehen jetzt mal rein. Das war ja hier so ein bisschen, ich nenne es mal den Arschlochort. Denn, ich weiß nicht, ob ich den Dungeon schon freigeschaltet habe. Ja, hier ist er. Dann weiß ich ungefähr, wo ich lang muss. Hier über diese kleine Brücke muss ich rüber. Aber ansonsten doch relativ einfach. Kein Fan von Geglibber. So, ihr seht, ich habe die Zorlin-Dolche, wenn ihr mal nach unten links schaut, die habe ich mir geholt über eine Nebenaufgabe. Und zwar waren das diese Jagdaufträge, die es von Randolph in Lestalum gab, diesem Schmied. Der letzte Gegner war nicht ohne, Nagelfahr hieß der, glaube ich. Stufe 120, war aber am Ende doch dann kein Problem mit Königswaffen. Und ich habe mich auch noch vorher ordentlich gestärkt. Habe viel Heiltränke benutzt und viele Phönixfedern sonst. Geht das nicht so wirklich gut. Ganz schön. Aber ich habe es dann doch geschafft. Und das bei meinen glatten Sohlen. Bloß nicht hinfliegen. Und die Zorlin-Dolche sind extrem geil. Haben eine relativ hohe Trefferrate. Mehrfach-Kombos möglich. Und diese Dinger laden eure Königswaffenleiste hier unten links super schnell auf, weil man halt richtig viele Angriffe nacheinander fahren kann. Und auf jeden Fall eine sehr coole Waffe. So, jetzt muss ich kurz schauen, wo bin ich? Hier, okay. Dann gehe ich mal hier lang. Und ja. Gut. Lassen wir die Waffen sprechen. Ihr wisst es, diese Viecher bringen 0, gar nichts. Und jetzt hier rüber. Jo. Den Adamant Taimai habe ich auch besiegt. Ich habe gestern bei YouTube eine sehr geile Strategie gelesen. Und zwar mit dem Ring von Lucist kann man den sogar fertig machen. Dieser Ring verursacht ja 100, beziehungsweise sofortigen Tod. Und auf Stufe 99 ist das sogar relativ einfach, das zu schaffen. Wenn man sich vorher einen Zauber-WX oder einen Magieverstärker... Habe ich den? Hier, Magieverstärker reindrückt. Dann braucht man so ungefähr 3-4 Minuten, sag ich mal. Immer diesen Ring aktivieren und dann irgendwann ist das Ding platt. Dann kann man sich die ganze Chose da sparen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe ihn mit normalen Mitteln besiegt. Hat ungefähr 30 Minuten gedauert. Gut. Es ist ein stupides Draufkloppen, mehr nicht. Jetzt müssen wir eben schauen. Ach, hier bin ich falsch. Okay. Hier bin ich auch nicht richtig. Aber hier, oder? Mal eben gucken. Nee, ich muss da oben lang.
Aber hier kommt... Ne, hier war ich doch schon. Hier komme ich doch nicht weiter. Oder ne, stopp. Hier kann ich weiter, oder? Ne, kann ich nicht. Ein Freundschaftsarmband. Na super. Kann ich hier denn hoch? Auch nicht. Ich hasse diese Grotte, ey. Na egal. Kriegen wir hin. Dann laufen wir hier oben lang. Was haben wir denn da hinten? Ein Imp, noch ein Imp und... Was auch immer du bist oder warst. Das war's für dich. Und auch für dich. Weiter geht's. So, Moment. Ich muss nach da. Moment, bin ich da richtig? Ich muss nämlich noch da oben. Klappe zu, Monster tot. Scheiße, komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Moment mal. Jetzt komme ich da hoch, oder? Ja. So, passieren. Danke, Punkt war ab. Na gut, dass ich mir die Dungeons vorher schon markiert habe auf der Karte. So, hier ist das Königsgrab. Das haben wir schon. Und hier ist die Tür. Mit dem Zorn. Hier, eine der Türen. Ja. Nichts wie los. So. Wie immer keine Karte. Ihr wisst Bescheid. Die gebannte Bestie vernichten. Jeder Raum führt zu einem Monster. In diesem Fall Jinjobo. Jojinbo, meine Fresse. Ja. Nicht die Welt. Wir kennen ihn. Er kann uns theoretisch one-hitten, aber unsere Zorlin-Dolche sind einfach zu krass. Und damit ist er schon weg. So, in jedem Raum wie immer noch ein Heiltrank oder was auch immer, irgendein Item halt. So. Soll ich mir das Lösungsbuch mal dazu nehmen? Ich überlege gerade. Einfach nur deswegen, weil ich in alle Räume rein möchte und nicht wie letztes Mal bei dem Dungeon, wo ich einen Raum verpasst habe. So Leute, Lösungsbuch ist am Start. Ich zeig's mal in die Cam. Da ist es. Nicht, dass ich es jetzt benötigen würde. Ich würde eh wahrscheinlich dann... wie soll ich sagen?
ja, ohne Buch da durchlaufen. Aber ich möchte alle Räume haben. Und deswegen, hier stehen unter anderem jetzt in dieser in diesem Fall auf Seite 195 alle Schatten aufgeführt. Und also alle Schatten-Dungeons. Und ja, unter anderem auch der Aufbau des Labyrinths. Verschiedene Segmente und auch die richtigen Ausgänge. Die werdet ihr zwangsläufig auch ohne Buch finden. Es wäre nur halt, wie gesagt, blöd, wenn ihr sofort den richtigen Ausgang wählt und ja, nicht mehr an die Items kommt, an die ihr eigentlich noch rankommen könntet. Was in diesem Buch auch ganz geil ist, es gibt hier, das möchte ich auch mal ganz kurz in die Kamera halten, eine riesige Weltkarte. Die kriege ich, glaube ich, gar nicht auf die Cam drauf. Ich würde mal versuchen, euch das mal irgendwie zu demonstrieren. So sieht die Karte aus. Und unten dran, also falls ihr zum Beispiel für einen bestimmten Waffenumbau noch irgendein Item benötigt, hier unten ist eine Legende. Auf der Karte sind zig, wirklich zig Fundorte aufgemalt, aufgezeichnet, wo ihr welches Item, welche Waffe, keine Ahnung, welchen Ausrüstungsgegenstand, was auch immer. Alles, was ihr in diesem Spiel finden könnt, steht hier drauf. Das ist wirklich eine richtig geile Sache. Auch eine Karte von Altissia ist dabei. Also nicht nur Luzis. Ja, alles, was ihr wirklich mal irgendwie finden könnt, ist hier auf dieser Karte eingezeichnet. Auch die Angelstellenfundsachen und was weiß ich. Eine richtig geile Erleichterung. So, jetzt geht's aber hier weiter. In der Greyshire Grotte. Und hier gibt's nachher, so wie ich das jetzt hier lesen kann, dreimal die Möglichkeit, den falschen Raum auszuwählen. Wir sind jetzt hier in A gewesen und haben, was haben wir eingesammelt? Ich glaube, ein Heiltrank oder was? Keine Ahnung. Was ist das denn? Stufe 65 Froster. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Ja, Froster mich ruhig. So. Ein Äther. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich laufe hier nur mit dem Buch durch. Nein, ich möchte ja absichtlich den falschen Raum. Ja, also. Ja, Skelette. Relativ einfach. Das war's. Sehr schön. So. Jetzt kommt der vierte Raum. Bin ich zu nah dran? Nee. Geht. Was haben wir hier? Wahrscheinlich vier oder drei Skelette. Vier sind's. Na gut. Schluss mit dem Elend. Das dürfte nicht lange dauern. Ach, doch noch eins. So, dieser Raum ist schon was größer. Oh, schwarzer Gürtel. Was ist das denn? What is... Kann ich nicht tragen. Kann nur von Glade sagen. Okay. Was ist das? Oh, erhöht die Angriffskraft erheblich, wenn riesige Feinde bekämpft werden. Das könnten wir vielleicht beim Boss benutzen in diesem Dungeon. Ich weiß nicht mehr, wie groß er ist oder was das genau ist. Aber warte mal, das steht ja hier. Naja. Kann ich mir noch nichts unter vorstellen. So, jetzt müssten wir zu unserer ersten Gabelung kommen. Gleich. Ja, kommst du wieder an. Was ist das? Jo. So. Da wird einem ja schon beim Anblick schlecht. Die Deutschen machen so viel Bock. Ihr seht die Mehrfachtreffer bei diesen Dingern, das ist schon richtig geil. Was machst du denn da? Kommst du raus? Nee. So.
Gedenkmünze. Komme ich jetzt zur Gabelung? Nein, noch nicht. Hey Nacht, das hätte gerade böse ins Auge gehen können. Noch stehe ich ja, oder? Gerade mal so. Gerade mal so. Weiter geht's. Ach du Heiliger, dann nehme ich mal die Königswaffen zur Hand. So. Oh, langer Weg. Okay. Nochmal ein Yojimbo. Ach, Yojimbo, ich verkack den Namen jedes Mal, ey. Jetzt mal nie mehr merken können in meiner Laufbahn hier. Ich krieg hier nur Schrott. So, komme ich jetzt zur Abzweigung? Nee, ein Refugium. Hä? Ach doch. Okay. Ja, stimmt. So, hier müsste es jetzt eigentlich Dolche geben, laut Buch. So ist es. Aber die sind natürlich scheiße, wenn ich mir meine Zollin-Dolche angucke. Wo sind sie? Hier. Sind etwas schwächer. Erhöhen meine MP halt ein bisschen, aber naja. Gut, hier gibt es wieder so einen Stein. Ja, das kennen wir schon, das haben wir schon mal gelesen. Und ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, das gab es in der PS4-Version nicht, diese Steine, aber korrigiert mich bitte. So, jetzt müsste ich zu unserem ersten Abzweig kommen gleich. Los, greif mich an. Ach, ja. Ach, da bin ich hergekommen. Entschuldigung. Ist das hier dann tatsächlich so? Ihr könnt nicht mehr zurück. Einmal diesen Weg gewählt und keine Chance mehr, in den Raum davor zu gelangen. Gut. Na, wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Hier bin ich! Ja! Das war's. Ja. So, Königswaffen aufgeladen. Hier bin ich hergekommen. Aus dieser Tür. Und jetzt, sagt das Lösungsbuch, richtiger Ausgang rechts. Das wäre dieser hier. Das bedeutet für mich, ich laufe erstmal nach links. Moment. Genau. Gegenüber bin ich rausgekommen. Alles easy. Oh, 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 oh. Diese Dinger können euch one-hitten. Das ist richtig fies. Mit einem einzigen Angriff könnt ihr euch töten. Das schaffen wir doch locker. Denkst du, ja? Keiner verletzt, wie schön. Dann wollen wir mal weiter. Sehr schön. So, jetzt müsste eigentlich die Sackgasse kommen. Jawohl, da ist sie. Und noch ein Kukul. Kuhrer. Whatever. Ich hätte gar keine Chance.
Deutsche gehen richtig ab. Und tschüss. So, was kriege ich? Ein Final Elixier. Nicht schlecht. So, Sackgasse Nummer 1. Hier können wir logischerweise auch zurück. Das ist kein Thema. Nur der richtige Weg nachher ist versperrt. So. Ich bin jetzt gegenüber daher gekommen. Da ist der richtige Weg. Heißt, ich laufe hier lang. Scheiße, zu spät gedrückt. Na egal. Oh, noch so ein Ding. Diesmal hier nicht die Befehle. Aber mach's kurz. Und auf für mich persönlich. Was? Verzeihung. Ich liebe diese Deutsche einfach, die sind so episch, ey. Drachenzahn, okay. So, Sackgasse. Und noch ein Kuckuck. Wie man es ausspricht, keine Ahnung. Ist mir auch Wurst. Wird platt gemacht. Kannst du mal. Das war's. Okay. Was kriegen wir? Noch eine Gedenkmünze. Gut. So. Richtiger Weg ist geradeaus. Wieder vergessen zu drücken. Ja, scheiße. Ich war so auf den Weg konzentriert. Los geht's. Okay. Ja. Ja. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann niemand das Licht anknüpfen? Ja. Reiß dich zusammen. Na doch. Vorsicht! Machen wir's kurz. Gleich haben wir's heute. Jo. Das war einfach. Was kriege ich? Na gut. Wahrscheinlich jetzt zwei. Oh ne. Drei. Drei? Zwei Forster. Forster. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Oh, zwei Stück, das heißt Königswaffen. Yeah.
der nächste Abzweig? Ja, ne? Ja, okay. Ich bin von hier gekommen. Und jetzt ist die Mitte der richtige Ausgang. Bedeutet dieser hier. Heißt für mich, ich laufe erstmal nach rechts. Und dann nach links. Oh, das ist doch nicht wahr. Hallo, wo ist mein Team? Die werden sich wundern. Guckt euch mal da hinten die Leute an. Die stecken im Boden fest. Auch geil. Keiner kann mir wirklich helfen bei dem Kampf. Na gut, braucht auch nicht wirklich, aber... Ja. Vorwärts. Ja. Jo. Na gut, gucken, ob sie mir folgen. Weiß ich nicht. So, Sackgasse. Jawohl. Und wieder so ein Teil, ey. Ich krieg die Kotze da. So, da ist schon mal Ignis, da ist Gladio. Sehr schön. Haben sie doppelt freien können. Schön. Ich kriege aber eine scheiß hohe EP-Anzahl für das Ding. Regenbogenanhänger. Wäre ein verpassbares Item gewesen jetzt. Okay. So. Moment, wo bin ich jetzt nochmal hergekommen? Da bin ich hergekommen. Das ist der richtige Weg. Ich muss in die Linktür. Und dann nachher einfach einmal nach links ums Eck. Lass mich raten. Graubart. Also merken, ohne Ausdauer lässt sich kein Bartangriff ausführen. Habe ich gerade probiert, funktioniert nicht. So langsam geht er auf dem Zahnfleisch. Beenden wir es. Eine Gnade. Und tschüss. Und wie gesagt, eure Königswaffen laden sich einfach durch diese Mehrfachtreffer ungemein schnell auf. Das ist der Wahnsinn. Die kann ich eigentlich in jedem Kampf benutzen, theoretisch. Wenn jetzt wieder zwei von den Viechern sind. Ne, eins. Okay, komm, scheiß drauf. Königswaffen. Und es bleibt sogar noch was über. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ja, okay. Gut. Dafür lohnt es sich dann natürlich nicht, den falschen Weg zu wählen. Aber es hätte ja sein können, dass. So. Dann gehen wir mal durch die richtige Tür. Und dann müsste gleich auch noch ein Refugium kommen, wo ich mich nochmal kurz stärken werde. Ihr könnt natürlich jetzt weiterhin den Stufenstopper benutzen. Ihr seht ja, ich benötige jetzt fast... Ja, ein bisschen mehr als eine halbe Million, zumindest bei Noctis, um auf Stufe 100 zu kommen. Ich weiß gar nicht, was ich ihm stattdessen angelegt habe. Mal gucken. Das Centurio-Reif. Das... Und hier geht man die Stärke runter. Gut, werde ich gleich zum Schlafen doch nochmal anziehen. Ich möchte vielleicht einmal auf Stufe 100 kommen. Das will ich zumindest mal gesehen haben. Das habe ich noch nie gehabt hier. So, achtet mal jetzt auf meine Königswaffenleiste, wie schnell die sich füllt.
Einfach weil ich diese ganzen Treffer lande mit dem Ding. Gut, außer natürlich, ich fall hin. Vielleicht bin ich ein Gegner, der nicht so wendig ist. Dann macht das schon mehr Sinn. Und tschüss. So bedeutet ja, ich muss für Stufe 100 mindestens 200.000 EP sammeln, damit ich das verdreifacht angerechnet... Oh, jetzt wird der Weg schon länger hier. Aber am Ziel sind wir noch nicht. Nein, 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 nein. Oh, was ist das denn? Fürstenbasilika. Jetzt ist die Musik auch ganz anders. Warum, weiß ich nicht. Achtet weiter auf die Königswaffenleiste. Und schaut euch das an, wie viele Treffer ich lande. Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. Ein großer Raum und dann hier so ein Vieh. Hm. Und dann die Musik noch dazu. Sehr komisch. So. Kommt jetzt schon das Refugium? Ich glaube... Nee. Oh, noch ein. Haben die bald mal die Schnauze voll von diesem Vieh? Das ist ja unfassbar. So, ich benutze die Dinger wieder natürlich. Die Hälfte habe ich noch über. Okay. So, Refugium. Jo. Mit einem Item und das dürfte, was ist es? Ein Platinbarren sein. Okay. So, Stufenstopper anziehen. Anstatt des Smaragdarmbands. Und Zelten. Ihr wollt hier echt übernachten? Na, wo denn Jupp. Sonst? Und wir machen uns was Leckeres. EP-Gewinn plus 10. Ja, macht Event plus 20. Angriffskraft 500 mit einem Brutzelbarsch. Das ist nicht schlecht. Aber ich bin eigentlich auf EP-Maximum bzw. EP-Boost aus. Dann muss ich mir tatsächlich Cup-Noodles reinziehen. Na gut, ist jetzt nicht so schlecht. Aber EP-Gewinn plus 20 ist schon... Nicht ohne. Dann nehmen wir Cup Noodles. Angriffskraft plus 80. Okay. Oh, das Monstrum hat kaum ins Foto gepasst. Was nehme ich denn hier für ein schönes Foto? Ist das... wo kommen die denn her? Nee, Quatsch, das ist doch hier diese Shiva-Tante, ne? Wollte schon sagen. Na gut. Das ist ganz cool, das speichere ich mal. So. Ausrüsten. Noctis Smaragd-Armband, wo ist es da? Zack. Okay, los weiter geht's. Okay. Ach, ich bin... ich denke, wieso laufe ich denn hoch? Sorry, Freunde. Wir sind da. Das sieht schon cool aus, wie wir das hier aufgebaut haben. Hier ist sogar so ein Essenstisch. Ist schon geil. Mit einer Lampe. Einem kleinen Grill. Cool. Echt nicht schlecht. Sehr aufs Detail achten. So, noch so ein Ding hier. Ja, 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 bla bla. Lass mich raten. Oh, Skelette. Hey. Los geht's. Ja. Eine Minute. So lang brauchen wir. Genau so!
gehen wir. Jo. Ich frag mich, was ich mit diesen Flaschen machen kann. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße, wie viel sind das denn? Was das? Nee. Da steckt sich wieder einer von den kleinen Scheißern. So, warte mal, was habe ich eigentlich bei Gladius für ein... Ja, das kann bleiben. Falls wieder mal so viele Gegner kommen. Macht das Sinn? Auf geht's. Ja. Tschüss. Weiter geht's. Ja. So, eine Gabelung kommt noch. Oh, der Weg wird wieder lang. Oh, jetzt haben wir Stufe 70. Fürstenkopfatries, okay. So, wieder mit normaler Musik. Tschüss. Oh, eine schöne Schwanzfeder. Gibt's auch eine scheiß Schwanzfeder? Man weiß es nicht. Ach du Scheiße, vier von den drei. Ich kann ja bei dem Schatten nie genau sehen. Bei diesem Eisschatten, sag ich mal. Na komm, das hat eben so wunderbar funktioniert mit dem Barbangriff. Okay. Gehen wir! Ja, ja. Himmelssphäre, das war auch, glaube ich, so ein Ding, was entweder Sid gebraucht hat für einen Waffenumbau. Oh, wie viel sind das jetzt? Wieder so viele, ey. Oder Sid, ne, fürs Auto. Auf jeden Fall hier könnt ihr es finden. Enu, greif doch mal an, Mensch! Ey, was soll ich damit? So geht's am schnellsten. Titanreif. Weiter geht's. Und ein Sternanhänger. So, nächster Abzweig. Jawohl. Letzter Abzweig. Viel mehr. Los geht's. Okay. Tschüss. So, von hier bin ich gekommen. Richtiger Ausgang wäre links. Also dieser hier. Okay. Dann mal rechts. Die Gegner hier sind okay, machbar. Alle nicht die Welt. Es kommen definitiv härtere. Also macht euch da keine Gedanken. Sag
Sackgasse. Jupp. So viel dazu. Eine Gedenkmünze, die können wir in Lester, ach Quatsch, in Altissia bei irgendeinem Typen tauschen. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Da gibt auch noch so eine Arena, glaube ich. Gibt aber tausende Videos auf YouTube zu, wie das geht. So, warte mal ganz kurz. Da bin ich hergekommen. Da ist richtig. Da geht's weiter. Beziehungsweise geht's nicht weiter, aber da will ich hin. Sackgasse. Jupp. Mit so viel Sicherheitsbild, okay. Was ist das denn nochmal? Schützt vor Tod. Wäre eventuell nachher interessant in einem ganz bestimmten Dungeon, wenn wir auf mehrere von diesen Kurals treffen. Denn die sind echt nicht ohne. Kann man die eigentlich sortieren? Diese ganzen Sachen, warte mal, anordnen. Überprüfen. Die hier, die würde ich gerne mal sortieren. Ah, hier, guck, auf, geht darauf. Sortieren, ja. Ah, guck an, sehr schön. Sehe ich das jetzt auch beim Ausrüsten, dass die sortiert sind? Ja, ah, das ist ja super. Boah, wie viele Eisenreife ich habe. Alter Schwede. Goldreife habe ich auch jede Menge. Ja gut, okay, haben wir das schon mal erledigt. Können wir mal ein paar von verkaufen. So, stopp. Da bin ich hergekommen, da war ich und links ist richtig. Sehr schön. Der Weg wird länger. Oh, der ist aber richtig lang jetzt. Dann dürfte es doch jetzt zum Boss kommen. Jawohl. Der Raum ist leer. Es ist eine Sackgasse. Ich bin ganz geil vorbereitet. Und hier haben wir Kengo. Ist so ein Jon-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 
vorsichtig. Ja. Gnadenlos. Das war es. Und was finde ich nochmal hier? Ein Scharfrichter. Ist eine Schusswaffe, aber ich vermute mal nicht so stark wie die Todesstrafe. Nee, leider nicht. Was hat es denn? Bei stillstehenden Zielen. Sie haben großen Schaden, wenn das Ziel niedergeworfen ist. Okay. Das ist doch was. Wow. Okay. Schatten erledigt. Raus hier. Alle Räume erledigt. Das ist mein Ziel. Dass ich wirklich jeden Raum einmal komplett abgegrast habe. Jo! Aufgabe. Der Schatten von... Der Schatten, der nächste halt. No? Den machen wir im nächsten Teil, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüssikowski.